Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil einer Blog-Scripting-Serie, in der wir lernen wollen, wie man ein einfach zu benutzendes Hilfspaket in NoLimits 2 benutzt, um damit Achterbahnen fahren zu lassen, wie wir das gerne hätten. Im vorherigen Teil habe ich einfach euch mal die Struktur eines Skriptes etwas daran erklärt, in dem ein Text in der Konsole ausgegeben wurde. Da sagte ich auch, ihr braucht das noch alles gar nicht wirklich mitmachen. Nun werde ich auch erstmal diesen Text löschen. Und nun werde ich euch erklären, wie wir denn nun tatsächlich die BlockHelper-Klasse hier verwenden können. Zunächst müssen wir das Auskommentieren des BlockHelper-Imports wieder rückgängig machen. Und nun können wir die Bestandteile einfach in unserem Skript verwenden. Zunächst müssen wir uns einen sogenannten BlockHelper-Controller definieren. Das machen wir hier oben, so dass wir auf diesen sowohl im OnInit-Bereich als auch im OnNextFrame-Bereich zugreifen können. Die Struktur ist ganz ähnlich wie das, was wir bereits gemacht haben, als wir unsere Bereiche definierten. Das erste Schlüsselwort ist diesmal anstatt Public allerdings Private und wir schreiben dann als nächstes den BlockHelper-Controller. Ich will nochmal daran erinnern, wieder exakt dieselbe Schreibweise zu verwenden. Ihr erinnert euch, der BlockHelper-Controller ist im Wesentlichen einfach nur eine andere Skriptdatei. Was dieses Public, Private und so weiter soll, spielt eigentlich für uns überhaupt keine Rolle. Man kann das aber so erklären, alles was Private ist, das kann nur von unserem Skript benutzt werden. Wenn es public wäre, könnten auch andere Skriptteile, also Dateien, darauf zugreifen. Diesem BlockHelper-Controller geben wir jetzt einen Namen, und zwar BlockHelper-Controller. Hier schreiben wir das erste B allerdings klein, ansonsten können wir alles exakt gleich schreiben. Wohlbemerkt, das ist eigentlich nur ein Name. Wir könnten hier auch einfach nur B schreiben oder alles schreiben, wie wir wollten. Außer, dass man hier auch wieder keine Leerzeichen verwenden darf und ansonsten alles gilt, was auch für den Skriptnamen galt. Aber es gibt hier auch wieder eine Konvention, dass man so etwas in der sogenannten Camel Case Notation schreiben sollte. Und auch ein aussagekräftiger Name ist äußerst hilfreich. Also mir fällt jetzt kein besserer Name ein, als das auch einfach BlockHelper Controller zu nennen. Was wir hier jetzt eigentlich gemacht haben, ist erstmal nur definiert, dass der Name BlockHelper Controller ein BlockHelper Controller ist. Wir haben aber noch keinen solchen erstellt. Das können wir jetzt auch in dem Fall nur dort machen, wo das Skript das erste Mal von NoLimits 2 aufgerufen wird. Im ersten Teil habe ich ja hoffentlich verdeutlicht, dass dies in OnInit passiert. Um diesen dort nun zu erstellen, schreiben wir wieder den Namen BlockHelper-Controller. Und wenn wir das jetzt beispielsweise hier in Notepad++ anfangen, werden wir sehen, dass uns Notepad++ unten so ein hübsches kleines Fenster zeigt, in dem auch schon BlockHelper-Controller drinsteht. Hier könnten wir nun mit der Maus den BlockHelper-Controller anklicken. Wir können aber auch einfach den Pfeil hoch oder runter nehmen und mit Enter bestätigen. Das ist wieder eine kleine weitere Hilfe, die uns diese erweiterten Texteditoren bieten, um uns Schreibarbeit zu sparen. Nun erstellen wir uns also einen neuen BlockHelper-Controller, indem wir sagen, der Name BlockHelper-Controller ist gleich New BlockHelper-Controller. Also hier nicht der Name, sondern diese im Grunde andere Datei. Hier müssen diesmal auch wieder runde Klammern dahinter stehen und wir schließen das wie gehabt mit einem Semikolon ab. Nun speichern wir das erst einmal wieder und starten doch einfach mal NoLimits. Ja Mensch, ist denn der zu blöd, das richtig zu machen, was er da erklären will? Mögt ihr jetzt vielleicht denken? Aber nein, das war natürlich wieder volle Absicht von mir. Einfach weil es so leicht passieren kann, dass man mal irgendwas vergisst. Und damit ihr auch
ein bisschen eine Ahnung habt, wie man mit solchen Fehlermeldungen umgeht und wie wir daraus lernen können, was wir denn jetzt schon wieder falsch gemacht haben. Wir sehen schon, in Zeile 9 ist uns ein Fehler passiert, und zwar sagt NoLimits, es kann mit dieser Anweisung BlockHelper-Controller mit dem runden Klammerpaar ohne irgendetwas drin nichts anfangen. Ja, das nennt man tatsächlich einen Konstruktor, das kümmert uns aber erstmal nicht. Wichtig an dieser Stelle ist mal zu verstehen, dass NoLimits jetzt behauptet, es kennt diesen gesamten Ausdruck BlockHelper-Controller nicht. Wir werden aber feststellen, das Einzige, was nun gefehlt hat, ist eine Angabe innerhalb der runden Klammern. Da könnte man sich jetzt an dieser Stelle wundern, ja, wieso wird das denn dann als komplett falsch angezeigt? Der Grund ist letztendlich, weil es auch eigentlich wirklich komplett falsch ist, auch wenn es uns jetzt so nicht wirklich erscheinen mag. Ihr müsst einfach daran denken, dieser Kasten vor euch ist total blöd. Und auch wenn zwei Dinge mit ähnlichem Namen und ähnlichem Aufbau uns ähnlich erscheinen, muss das für den Computer nicht zwingend so sein. Daraus lernen wir also praktisch, wenn mal sowas da auftaucht und ihr denkt, hä, das ist doch aber genauso, ich habe doch alles richtig geschrieben, dann schaut doch einfach mal, ob irgendwo was in der Klammer oder so vergessen wurde. Wie schon gesagt, in Zeile 9 fehlt einfach jetzt noch etwas in der Klammer. Und vielleicht kann man es sogar schon erahnen, wenn wir natürlich einen BlockHelper-Controller irgendwie mal konfigurieren wollen, muss man ja auch irgendwie mitteilen, um welche Achterbahn es sich eigentlich handelt, die er denn hier steuern soll. Also brauchen wir hier vor dem BlockHelper-Controller jetzt erstmal noch einen Coaster, wieder das C groß geschrieben. Der kommt übrigens nun aus dem com.nolimits-Coaster-Paket und den nennen wir nun auch einfach Coaster mit kleinem c wieder. In so einem Skript kann man sich jetzt auch gar keine vollständige Achterbahn irgendwie neu erstellen. Deshalb sieht das nun auch ein wenig anders aus, wenn wir unseren Coaster erhalten wollen. Da müssen wir nun mehr oder weniger NoLimits bitten, gib uns doch mal die Achterbahn, der wir gerade das Skript zugewiesen haben. Dafür schreiben wir nun einfach sim für Simulator.getCoaster for Entity ID, wieder die runden Klammern und ein abschließendes Semikolon. Woher das kommt, was das genauer soll, darauf will ich an dieser Stelle jetzt wirklich nicht genauer eingehen. Das tut absolut erstmal nichts zur Sache. Genauso wenig, warum wir jetzt in dieses runde Klammerpaar getParentEntityID mit nochmal einem runden Klammerpaar schreiben, das leer bleibt. Ihr wisst jetzt zumindest schon mal, was diese Zeile zu bedeuten hat. Damit wir jetzt also den BlockHelper-Controller erfolgreich erstellen können, müssen wir in Zeile 9 in die runden Klammern noch unseren Coaster eintragen. Auch hier geht es wieder um den Namen. Das heißt, hätten wir unseren Coaster meine Achterbahn genannt, müsste jetzt hier meine Achterbahn genauso geschrieben stehen. Wie ich ein paar Mal schon bereits andeutete, müssen wir, wenn wir den BlockHelper-Controller verwenden, auch noch gar nicht so richtig was programmieren. Das macht nämlich dieser bereits für uns. Aber wir müssen dafür sorgen, dass dieser jedes Mal, wenn unser Skript aufgerufen wird, auch arbeitet. Deshalb schreiben wir nun in den OnNextFrame-Bereich BlockHelperController.process. Und wie immer schließen wir eine Anweisung mit einem Semikolon ab. Übrigens, solch einen Bereich wie OnNextFrame nennt man eigentlich eine Methode, und um genau so etwas handelt es sich auch bei dem .process. Dies ist eine Methode der BlockHelperController-Klasse, also letztendlich des BlockHelperController-Skriptes in dem Paket BlockHelper. Das aber nur als kleine Randbemerkung. Die eigentliche Arbeit, die nun vor uns liegt, die findet ausschließlich in der OnInit-Methode statt. Denn darin können wir nun festlegen, wie der BlockHelper-Controller, wenn er aufgerufen wird, arbeiten soll. Deshalb spreche ich auch die ganze Zeit eher vom Konfigurieren der BlockHelper-Klasse als vom schon wirklichen Programmieren. Auch wenn wir dafür schon in einer Programmiersprache arbeiten.
Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch das ganze Skript hier bis dahin mal wirklich abschreiben und ausprobieren, ob es auch tatsächlich fehlerfrei funktioniert. Ich werde aber auch eine Datei verlinken, die genau den Text bis hierhin enthält. Dann könnt ihr euch das jetzt erstmal irgendwie als eine Vorlage speichern, die ihr auch für zukünftige Blog-Skripte einfach immer wieder verwenden könnt. Bis hierhin habe ich, denke ich, auch mal genug Hintergrundinformationen und ein wenig Theorie geliefert, um nun wirklich praktisch richtig loszulegen. In diesem Teil werden wir nun noch den Blockhelmer-Controller tatsächlich so einstellen, dass unsere Demo-Achterbahn den Rundkurs so abfährt, als würde die Bahn einfach im Normal Operation Mode laufen. Dafür verschaffen wir uns nun zunächst mal einfach wieder ein wenig mehr Platz in unserer OnInit-Methode. Wenn ihr euch das jetzt mal als eine Vorlage speichern wollt oder ihr euch das Vorlagen-Template herunterladet, denkt bitte nochmal daran, dass der Name nach Class immer exakt genauso lauten muss wie auch der Dateiname. Das müsst ihr also, wenn ihr so ein Template benutzt, jedes Mal wieder neu einstellen. So, nun legen wir aber mal wirklich richtig los. Was wir brauchen, um den Blockhelper-Controller einzustellen, das sind einfach verschiedene Blockhelper, die dann wirklich den Block in NoLimits 2 steuern werden. Die müssen wir nun nach und nach einstellen. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal mit der Station an. Also nennen wir unseren Blockhelper am besten nicht nur Station, sondern Station Block. So ähnlich wie das auch bei der Achterbahn an sich war, können wir jetzt einfach da nicht irgendwie einen neuen erstellen. Den gibt es ja schon. Aber wir können den vom Blockhelper Controller quasi ausgeliefert bekommen. Da so eine Station intern ein wenig anders funktioniert als eine Bremse oder ein Lift, muss man hier auch tatsächlich dazu schreiben, dass es sich um einen Stationsblock handeln wird. So, nun wüsste jetzt quasi die Scripting Engine schon, ja, wir wollen hier mit einem Blockhelper arbeiten, der Stationblock heißt und der auch wirklich ein Stationsblock ist. Aber wir haben noch nicht gesagt, welcher Stationsblock das denn jetzt eigentlich genau sein soll. Man kann ja in NoLimits auch Achterbahnen mit mehreren Stationen erstellen, vor allem aber auch mit mehreren Liften oder Bremsen. Deshalb muss man ja irgendwie einen Weg haben, um jetzt genau den einen speziellen irgendwie auswählen zu können. Dazu gibt es einfach unter anderem dieses Namenfeld hier oben in den Stationseinstellungen. Hier geben wir jetzt einfach mal einen Namen ein. Und wir wählen nichts Kompliziertes, wir nennen das einfach Station ohne Groß- oder Kleinschreibung. Und diesen Namen können wir nun direkt in unserem Skript verwenden. Da es sich hierbei nicht um einen Programmtext handelt, wird das auch wieder in Anführungsstrichen geschrieben. Damit man auch nicht da irgendeinen Tippfehler macht, eignet sich am besten Copy und Paste zu benutzen. Jetzt haben wir immer noch nicht eingestellt, wie dieser Stationsblock genau funktionieren soll. Letztendlich, was der nächste Block ist und in welche Richtung man dann den Zug da wieder rausschieben möchte. Aber wir müssen uns erstmal sowieso alle Blöcke definieren. Und unser nächster Block wäre dann auch gleich der Liftblock. Den schreiben wir nun mal eigentlich ganz genauso wieder in unser Skript, wir nennen den auch Liftblock und unser Blockhelper-Controller gibt uns doch nun bitte den Liftblock mit dem Namen. Na, was stellen wir hier am besten ein? Ich würde vorschlagen, wir nennen das einfach wieder Lift und den können wir nun auch wieder hier in unser Skript direkt einfügen. Denkt daran, die Anführungsstriche nicht zu vergessen. Sonst gibt es wieder einen lustigen Fehler, den zeige ich euch diesmal nun aber nicht mehr. Zu guter Letzt brauchen wir in dieser Achterbahn noch unseren Bremsenblock. Den nenne ich hier jetzt auch einfach mal Brakeblock. Wir schreiben wieder den Blockhelmer-Controller und dieser gibt uns diesmal einen Bremsenblock zurück. Als Name stellen wir dafür einfach Break ein und schreiben das auch wieder direkt in unser Skript so wortwörtlich rein.
Nun haben wir erstmal alle Blöcke, die wir bei diesem kleinen Demo-Coaster betrachten wollen, zusammen. Wie schon erwähnt, das Transportsegment ist kein Block, das heißt, das können wir hier einfach komplett ignorieren. Das arbeitet auch im Scripted Operation Mode selbstständig komplett richtig. Wir könnten zwar theoretisch ohne den Block-Helper-Controller darauf zugreifen, das brauchen wir aber nicht. Dennoch stelle ich jetzt einfach mal als Namen ein Transport ein, so dass das auch einfach in No Limits 2 ordentlicher aussieht. Der nächste Schritt ist nun, die Blöcke, die wir hier gesammelt haben und unserem Skript nun zur Verfügung stehen, richtig einzustellen. Wir fangen jetzt einfach mal wieder mit dem Stationsblock an. Dafür nehmen wir den Namen Station Block. Hier stellen wir nun erstmal ein, in welche Richtung der Zug denn den Stationsblock verlassen soll. Das machen wir, indem wir schreiben Set Leave Mode Move FWD. FWD ist einfach nur eine Abkürzung. Das macht einfach Sinn, damit der Name hier nicht zu lange wird. Das steht eigentlich für Forward, aber es heißt nun eben FWD in dem Block Helper. Der nächste Schritt ist nun einzustellen, welche Bedingungen gelten müssen, damit der Zug vorwärts fahren kann. Dazu müssen wir erstmal wieder auf den Stationsblock über dessen Namen zugreifen. Und dann kommt die Anweisung Select Forward Conditions. Forward wird hier auch wieder mit FWD abgekürzt. Nun kommt noch eine Anweisung, welche Bedingung denn genau gelten muss, damit der Zug vorwärts weiterfahren darf. Das ist in dem Fall einfach, dass unser nächster Block, das ist der Lift-Block, also das, was wir im Skript auch mit dem Namen Lift-Block bezeichnet haben, frei sein soll. Dazu sagen wir jetzt einfach dem Stationsblock Add Condition Block Free. Die runden Klammern bleiben aber diesmal nicht leer. Hier kommt einfach der nächste Block, also der Lift-Block, hinein. Und zu guter Letzt das abschließende Semikolon nicht vergessen. Und ganz genauso machen wir das auch für die nächsten beiden Blöcke. Um nicht alles wieder von vorne zu schreiben, würde ich vorschlagen, man kopiert jetzt einfach mal den Text für den Stationsblock und fügt das am besten durch eine Leerzeile, bisschen abgesetzt, wieder unten ein. Das wäre dann der Bereich für den Liftblock. Das gleiche dann auch nochmal für den Bremsenblock. Nun steht hier natürlich noch überall Stationblock, aber das ändern wir nun in den Namen für unseren Liftblock, um das nun eben für den Liftblock einstellen zu können. Da kann jetzt auch alles gleich bleiben, nur der nächste Block ist natürlich nicht wieder der Liftblock selbst, sondern einfach der Bremsenblock. Das müssen wir nun wieder hier eintragen, indem wir den Namen Liftblock in den Namen für unseren Bremsenblock, also Breakblock, ändern. Gleiches Spiel auch nochmal für den Bremsenblock. Das heißt, wir betrachten jetzt hier den Breakblock und der nächste Block ist nun einfach wieder der Stationsblock, also Stationblock. Tja, und wie gesagt, die Blockhelper-Klassen oder das Paket nimmt uns ein Haufen Arbeit ab, das heißt, das war's jetzt auch schon für diesen Teil und alles, was wir brauchen, um den Coaster im Scripted Operation Mode fahren zu lassen. Natürlich beginnt der richtige Spaß erst, wenn wir nun Dinge damit machen, die man mit dem normalen Operation Mode nicht machen kann. Das schauen wir uns jetzt aber mal in der nächsten Folge an. Ich würde sagen, für heute reicht das. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei.
bei Fragen, Problemen oder sonst irgendwelchen Verbesserungsvorschlägen, was man denn noch vielleicht besser erklären könnte, schreibt doch einfach in die Kommentare. Lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Drückt den Subscribe-Button, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und viel Spaß am Schaltkasten.